Hallo. Heute haben wir wieder eine sehr außergewöhnliche Losungsstelle. Außergewöhnlich, aber auch schön, weil es zeigt, dass wir Menschen manches Mal in Situationen kommen, die einfach Zuspruch benötigen. Und so war das ja auch beim Propheten Daniel. Er hatte auch wieder eine Erfahrung, ein Erlebnis gehabt, das ihn buchstäblich zu Boden geworfen hatte. Er hatte Visionen gehabt, Sachen gesehen, die ihn einfach sprachlos teilweise zurückgelassen haben. Da musste ihm der Herr wieder die Fähigkeit schenken, zu sprechen. Aber diesen Zuspruch, den er bekam, war für Daniel bedeutsam, weil er war wirklich durch dieses Erlebnis, durch dieses Außergewöhnliche, war so benommen, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ihm einfach die Sprache wegblieb. Aber dann hat er diesen Zuspruch bekommen. Und das ist ja eigentlich, was wir auch brauchen, Zuspruch. Und am allermeisten bekommen wir den Zuspruch vom Herrn selber und vor allem auch durch sein Wort. Und damals sagte dieser Engel: Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir. Sei getrost. Was für ein Zuspruch, den Friedensspruch. Und dass er eigentlich sich nicht fürchten muss. Warum hat er sich gefürchtet? Ich glaube, hauptsächlich wegen dieser außergewöhnlichen Erscheinung. Wie muss das erst sein in der Ewigkeit, wenn Menschen dann nicht von einem wohlwollenden Geistwesen konfrontiert werden? Und das wird ja auch passieren, wenn sie nicht in die Herrlichkeit kommen, sondern in die ewige Trennung oder wie die Bibel spricht, von der Verdammnis oder gar von der Hölle. Wie schrecklich das dann sein muss. Also unvorstellbar eigentlich. Aber auf der anderen Seite, wie unvorstellbar herrlich dann in der Herrlichkeit zu sein, um dort auch das, was Gott noch vorbereitet hat, was wir uns ja auch gar nicht ausdenken können, wo wir mit dem konfrontiert werden. Aber jetzt schon, wir leben ja hier und jetzt noch, und da brauchen wir diesen Zuspruch, uns nicht zu fürchten. Und jeder, der in einer lebendigen Beziehung zu Jesus und mit Jesus ist, der hat überhaupt keinen Grund, sich zu fürchten. Denn Jesus ist derjenige, der Friedefürst, der auch in dein und auch in mein Herz diesen Frieden schenken kann und auch schenken will. Nun, im Lehrtext, da geht es auch in dieser Richtung, wo die Jünger ängstlich waren. Und er sagt, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. In Johannes 16, 20, in diesem bekannten Text, wo es um Jesu Abschied geht und wo sie auch vor einem Rätsel standen, ja, was meint er denn? Er wird weg sein und er wird wiederkommen und dann werden wir ihn sehen und dann werden wir ihn nicht mehr sehen. Und da wollte der Herr, weil er die Gedanken erkannte, worüber sie sich da Sorgen und Gedanken machten, hat ihnen einfach diese Zukunftsperspektive gegeben, nämlich, dass sie werden, die Trauer, die sie haben, die sie jetzt haben, die wird sich in Freude verwandeln. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch für jeden Christen in der Vergangenheit oder auch jetzt in der Gegenwart und auch in der Zukunft wird das ja, das Letzte sein, dass die Traurigkeit zur Freude wird, zur unbeschreiblichen Freude.
Und zwar wird diese Freude, diese unbeschreibliche Freude auch dort in der Herrlichkeit stattfinden. Kann auch jetzt schon ansatzweise passieren, dass wir uns wirklich über den Herrn, das sollen wir ja auch und können wir auch freuen über sein Wort und einfach seine Hilfe, seine Bewahrung, seine vielen, vielen Segnungen, mit denen er uns jetzt schon unser Leben erfüllt. Auch darüber können und dürfen wir uns freuen. Und dennoch kann sich dann immer wieder auch Traurigkeit, verursacht durch verschiedene Ereignisse, in unser Leben einmischen. Aber diese Traurigkeit ist nie das Letzte. Ob das durch Krankheit oder Verlust oder sonst irgendwas ausgelöst wird. Über diese Traurigkeit steht die Freude. Und übrigens, schon Nehemia im Alten Testament hat auch schon gesagt, die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Und das ist auch heute noch so. Also ich wünsche dir auch einen erfüllten und einen schönen Tag des Herrn.